Es war von Anfang an geplant, dass zuerst der Loop kommt, die Installation im Musterraum, und dass dann das Jahr darauf begleitend die Ausstellung wird stattfinden mit der Publikation, wo wir jetzt da sind. Wir haben versucht, wie so auf verschiedenen Ebenen Bezüge auch in dieser Ausstellung zu zeigen, wo vielleicht anhand vom Loop sich auftun. Das eine sind erst kulturelle und räumliche Fragen, dann natürlich Oberflächenbehandlung. Es ist viel Malerei in der Ausstellung auch. Und dann eher so narrative Konzepte. Ist ein Raum am Brutus gewidmet. Das ist ein Stuntman, der uns seit einigen Jahren begleitet. Von ihm ist auch das Raketenauto, das Originalraketenauto vom Raketenauto-Dreisprung mit den diversen Fahrstudien, von der Sitzstudie über Beschleunigungsanlage im Keller bis dann eben zum Fahrzeug.